Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit den Vampiren und es ist Nacht, ihr seht schon. Und ja, wir haben Geist Night in der Bar. Allerdings bin ich mit unserer Saskia hier und ja, sie hätte eigentlich auch gar keinen Durst, aber wütend toben, Gesicht beleidigen. Ja, sie ist wütend, weil ihr Götter, Gatte, nee, ein andersrum koketter Gatte. Na gut. Sie geht jetzt erstmal. Wo gehst du hin? Achso. Sich beruhigen an dem. Spiegel. Genau. Und was ich ja jetzt vorhabe mit ihr, oder ja, sie möchte ja im Grunde 5 Sims in erwachsene Vampire verwandeln. Und ich hatte das ja hier mit der Familie Feng hier vor. So, dann gucken wir mal. Vampir in Vampir verwandeln. Fangen wir mit ihm an. Sie beruhigt sich allerdings erst nochmal. Sie kommt ganz wütend hier an. So. Yay. Sie ist etwas entsetzt da hinten. Wer ist das? Weiß ich nicht. So, und? Enrico ist zu Hause. So, das ist Victor. Victor Feng. Victor hat die Essenz eines Vampirs verzehrt und wird sich in ein paar Tagen verwandeln. Und das machen wir mit seiner Frau auch direkt. Mit der Lily Feng. Oh, sie. Mit ihr sind wir ein bisschen wütend, aber gut. Und hier der Patrick wäre auch noch eine Möglichkeit. Wo ist er da hinten? Mit den 3 bin ich ja hier weggegangen. Was ist denn jetzt? Warum hat das nicht funktioniert? Oh, was war das? Warum küsst er mich? So nah sind wir doch irgendwie gar nicht. So. Ich meine, wir hätten eigentlich gar nicht so viel... Ja, die erschrecken sich irgendwie alle. Gar nicht so viel... Durst, also es geht hier auch nicht um den Durst und meine Vampirenergie geht sogar jedes Mal ein bisschen weiter runter, aber ich bekomme auch immer mehr Punkte. So, jetzt haben wir auch die Lilly. Auch sie wird sich in ein paar Tagen verwandeln und ich werde dann auch doch mal zu dem Patrick noch gehen. Mit dem verstehe ich mich zwar sehr gut, aber das soll Nummer 4 sein. Dann haben wir eine gute Nacht. Wo gehst du hin oder holst du ihn zu dir oder was? Wo ist sie denn jetzt? Warum bist du nach draußen gegangen? Sie ist immer noch sehr wütend. Aber 6 Stunden nur noch. Also von daher... Kommt er jetzt zu mir raus? Ach ja. Wir machen das heimlich hier draußen, genau. Wie heißt er? Patrick Jansen. Dann müssen wir eigentlich nur noch eins. Und dann sollten wir irgendwann ja die... die dann auch trainieren oder so. Was für eine Geist Night. Sollten wir noch irgendeinen Jungen da drin dann nehmen? So. Über Vergänglichkeit spotten. Ne? Er hat nicht mehr lange Vergänglichkeit. Oh je. Versuchen, was? Sarkastisches Kompliment machen? Versuchen zu flirten. Oh, da kam auch gerade ein Vampir, Tetsumeda. Den könnte man wahrscheinlich... Oh, ich stelle mich ihm mal freundlich vor. Den haben wir noch gar nicht vorgestellt. Der war doch bei unserer Tochter. Oh, dann ist er schon wieder weg. Ah ne, der kommt zu mir raus. Ups. Ah ja, okay. Ah, okay. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht kann ich ihn ums Trainieren bitten, aber da muss ich weniger wütend sein. So, wen können wir denn noch mähen? Oh, Jay Huntington. Den kennen wir aber, glaube ich, noch gar nicht. Da können wir uns mal freundlich vorstellen. Warum hat er sich jetzt erschreckt? Hat er erkannt, dass der auch ein Vampir ist? Ich laufe ja die ganze Zeit schon in... Oh, langsam nimmt meine Energie auch ab. In meiner dunklen Form laufe ich ja schon immer rum hier.
So. So, dann versuche ich es mit ihm ohne großes Quatsche hier. Nummer 5. Jayhonding. Patrick Jansen. Ich muss mich nur erinnern, dass ich dich auch genommen habe. Ich weiß die erste nicht mehr. Es war irgendein Mädchen. Eine junge Frau, glaube ich, oder ich weiß es nicht mehr. Ist sie eine Vampirin? Ich weiß es nicht. So. Und ich biete dir meine Hand auch wieder hin. Yay. Okay. Trainiere 3 deine Vampir-Sprösslinge. Das kann ich wahrscheinlich erst machen, wenn die sich verwandelt haben. Also ich vermute mal. Die werden ja dann alle auf einmal sich verwandeln. So, denn wir machen nochmal eine dunkle Meditation, damit unsere Energie jetzt ein bisschen besser wird. Drei Kraftpunkte hätten wir wieder zum Vergeben. Mal gucken, ob wir die verbrauchen möchten. Oh, den hätte ich vielleicht auch nehmen können. Egal. Naja, jetzt nicht mehr. Das reicht mir, glaube ich, auch aus. Lalalala. Ich finde das jetzt so cool aus. Schwebend. So, dann gucke ich mal die Kraftpunkte. Was hätte ich denn zu vergeben? vampirische Faszination. Das wäre für sie natürlich was Schönes. Befehligen, kontrolliere die Gedanken anderer Sims oder vampirische Stärke, gewinne häufiger Kämpfe und trainiere effektiver. Das haben wir noch nicht. Wir haben auch bei ihr die Fledermausgestalt noch nicht. Stets willkommen. Das machen wir einmal zu Ende. So, warum hat mir das 3 Punkte? Ach so, jeder Punkt kostet mir 3 Kraftpunkte. Ah ja, na gut. Ich muss keine weiteren Schwächen annehmen. Ja, sie ist ja immer von Schuldgefühlen geplagt, die Arme, aber gut. So, ich glaube, wir gehen nach Hause. Die Geist Night ist sowieso zu Ende. Und wir haben unser Soll gemacht. Wir haben 5 erwachsene Sims in Vampire verwandelt. In ein paar Tagen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe das noch gar nicht gehabt. Wie viele Tage eigentlich das so sind. 3 Stunden ist immer noch sehr wütend. So, wo ist sie denn jetzt mittlerweile gelandet? Ach, da hinten. Geh doch nach Hause. Ich habe gesagt, du sollst nach Hause gehen und nicht hier irgendwie im Internet surfen. Komm. Was denn los? Okay, ich mach's mal anders. Nee, geht gar nicht. Was? Du kannst dies nicht tun, während ein Vampir eindringt? Wie bitte? So, dunkle Form verstecken. Gehen mal die verführerisches Gesicht. So, jetzt gehen wir nach Hause. Was ist denn los? Wer kommt denn da gerade, damit ich das nicht kann? Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Da konnte ich wirklich auch nicht weg. Und man sieht es ja auch wirklich hier. Du kannst dies nicht tun, während ein Vampir eindringt. Ja, wo denn? Leute, wo denn? Das ist doch blöd. Das ist doch doof. Wo sind denn die Vampire? Das sind doch alles. Ach doch, sie könnte ein Vampir sein. Sie sieht irgendwie vampirisch gerade, oder? Sie hatte gerade solche vampirischen Züge gehabt, sage ich mal. So, wartet mal. Nach Tag fragen, ja, kennenlernen, wütend toben. Komm jetzt mal her, wenn du schon nicht nach Hause willst. Oh, Rechnung. Oh, verdammt. Rechnungen von 2610. Wir haben gerade mal 1111. Oh, wir brauchen Kohle. Okay, Saskia, weißt du was? Da wir gerade unterwegs sind und du sowieso nicht nach Hause gehen kannst, das wäre auch noch eine. Muss ich mal gerade gucken, ob ich hier gerade irgendwo irgendwie was einsammeln kann.
Da könnte ich angeln, aber das bringt mir jetzt nicht so viel Kohle. Hier, da könntest du vielleicht mal graben, mal gucken, was das ist. Da gibt's noch was zum Graben. Ah, gut, mehr ist es eigentlich auch schon nicht, ne? Wir könnten im Grunde, ja, müssen wir doch noch mal gucken, ob wir nicht ein bisschen, da drüben ist noch was, Pflanzen oder sowas auch mitnehmen. Hier zum Beispiel. Das können wir momentan nicht ernten. Das da geht auch noch nicht ernten. Oh, es wird Tag. Oh Gott, wir müssen nach Hause. So, komm schon, Saskia. Mach hin. Ich habe mich jetzt auch überhaupt noch gar nicht um die anderen gekümmert. Ich hoffe mal, dass sie das machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Saskia, renn. Ja, die Energie nimmt unheimlich ab, oder? So, danach drüben und dann ab nach Hause, bitte. Oh Gott. Schafft sie es noch? Ich hoffe. Alles andere machen wir zu Hause. Jetzt geh bitte, bitte, bitte. So, danke. Ich weiß ja immer noch nicht, ob eigentlich die Vampire hier im Grunde sterben können. Wenn sie, ja, verbrutzeln quasi. Da schauen wir mal, ob wir das irgendwann mal hinkriegen. Ich weiß es nicht. Oh Gott, komm, geh rein. Komm, geh rein. Ja, ich weiß. Dritter Grad. Suche sofort Schutz. Komm schon, mach hinne. Komm, 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 komm. Super. So, und ich schicke sie jetzt hoch in den Sarg. Der bringt ihr eigentlich am meisten. So. Geh mal. Halt. So. Okay, was haben wir denn jetzt gefunden? Einen Quarz, ein Fossil, wo wir noch... Und drei Objekte. Gut, die müssen wir halt erst noch ausräumen. Na gut. So, wir haben 7.20 Uhr montags. Und unsere beiden müssen bald mal... in die Schule, wollte ich sagen. So, er muss mal auf die Toilette. Ach Gott, wie süß, die zwei umarmen sich hier. So, was habt ihr denn gemacht, während wir nicht hier waren? Nicht viel wahrscheinlich. So, Fabio. Genau, du kannst mal gerade hier auf die Toilette spülen und duschen. Und dann kannst du vielleicht mal hier draußen... bewässern und ich hoffe mal, dass wir irgendwann dazu kommen, das auch mal zu verbessern. Was denn? Er ist doch noch gar nicht auf die Toilette. Kevin, jetzt geh doch mal raus. Also. Ist er jetzt auf Toilette gegangen? Ja, doch. Nee, ist er nicht. Er ist immer noch, ihm ist immer noch unwohl, weil er gebissen wurde. So, und du hast langsam Durst. Getränk zubereiten. Ich weiß gar nicht, ob du schon Spuk in der Land sitzt. Nee. Du kannst wahrscheinlich das, dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, für... Doch, da, Plasma Chain. Cool. Kannst du auch schon machen. Bin wandvoll. Okay, einmal löschen. So, die Mixfähigkeit erworben. Was muss ich denn mit dir eigentlich alles noch machen? Wir müssen kämpfen und Obervampir werden. Gut, während des Tages ist es etwas schlecht. Wir können nicht rausgehen. Also wir laden jemanden ein. Erreiche Level 2 der Comedy und Witze schreiben und überhaupt. Ja, okay, dann komm, wir gehen mal Witze schreiben mit dir. Damit du auch mit deinem Beruf mal ein bisschen weiterkommst. Er muss halt einfach einen Beruf nehmen, weil wir im Grunde halt einfach auch hier weiterkommen müssen, möchten, sollen. Und Geld verdienen müssen. Darum geht es natürlich auch. Wir haben eine große Rechnung. Wir müssen doppelt so viel eigentlich haben. Musst du heute arbeiten? Oh nee, der hat heute total frei. Dann könnten wir mit ihm vielleicht mal ein bisschen sammeln gehen oder so. Mal schauen. So, die Kids sind in die Schule gegangen. Saskia ist im Bett und... Was ist das? Ah, okay. Er ist ein bisschen wahnsinnig, unser
Enrico. So, ups, Fabio. Du gehst nochmal auf die Toilette. Irgendwie hat es vorhin nicht so ganz geklappt. Okay, dann gucke ich nochmal Gärtnern. Wo haben wir denn Gärtnern? Da. Level 1. Ich vermute mal, dass man... Das habe ich gar nie so beachtet. Ich glaube, ich habe immer nur mit einem die Gartenfähigkeit gemacht, sodass ich das gar nicht bemerkt habe. Oh, dass ich immer ein bisschen warten muss, damit ich das weiterentwickeln kann. So, wir gehen mit dir aber auch mal ein bisschen durch die Gegend. Guck mal, hier können wir Eisenhut noch ernten. Ist die auch schon... Ja, cool, die ist auch schon zu ernten. Hier nochmal den Eisenhut. Da ist nochmal die Sixer-Moskito-Falle. Was? Ja. War nicht irgendwo noch was zum Graben? Ich weiß das gerade gar nicht mehr so genau. Ah, da hinten. Da ist was. Einmal hier dann zum... Okay. Zum Graben und dann muss ich wieder kommen, wenn er unterwegs ist. So, du musst Witze schreiben. Ja, es ist echt witzig, Enrico. Ein Vampir, der Witze schreibt. Vielleicht schreibt er ja Vampirwitze. Oder vampirische Auftritte oder so. So, ah, Enrico ist schon da. Sehr schön. Dann nimmst du das noch mit. Nimmst du das und das. Und, achso, nee, darüber können wir nicht gehen. Das ist das Grundstück, das noch frei ist. Utranium. Das ist... Hier wohnt noch keiner. Müssten wir eigentlich mal einziehen. Ich habe immer dieses automatisch einziehen, aber irgendwie ziehen bei mir nie die Sims automatisch irgendwo ein. Das finde ich immer ein bisschen blöd, aber nun gut. Da hinten noch. So, hier noch. Graben. Oh, nach Schatz graben. Ich glaube, wir haben einmal diese Karte gefunden. So. War nicht hier auch irgendwo nochmal dieser Plasmabaum? Hm. Auf jeden Fall, hier haben wir nochmal Eisenhut. Und was ich nochmal Mikroskopprobe sammeln. Wir haben zwar dieses Mikroskop nicht, aber damit kann man immer eigentlich ganz viel Geld machen, finde ich. Wäre vielleicht eine Investition wert, oder? Mal gucken, wartet mal. Ich schaue mal gerade. Das wäre vielleicht wirklich eine Investition, um ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Aktivitäten und Fähigkeiten. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich das wieder finde. Da. 1630. Na toll. Vielleicht sollte irgendjemand von euch mal das Malen anfangen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, um ein bisschen Geld reinzubekommen. Wie viel kostet mir die? 350, die Staffelei. Okay, dann wo könnten wir die hinstellen? Müssen wir natürlich irgendwo ins Haus stellen. Draußen wäre es ein bisschen doof. Hier. Nee, da. So. Ja, warum nicht? Müssen wir überlegen, wen ich da übernehme. Wahrscheinlich Saskia, würde ich fast jetzt mal so sagen. So. Er macht weiter. Ja. Ich glaube, dann würde ich jetzt heute erst einmal sagen, ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen und hören uns dann in einer nächsten Runde wieder. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.